Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Der Zonko ist gar nicht tot, er hat sich wirklich nur ein Pfeiferl angeraucht und kommt jetzt erst dazu. Also Zonko, es freut mich, ich darf Sie herzlich begrüßen, heute machen wir es einmal anders. Interview dich. Hast du erfreut, dass das Schneeweißchen jetzt endlich auf den Werkstunfisch umgeändert wird und du wieder mit einem ordentlichen Motorrad unterwegs sein kannst? Peter, es ist tatsächlich so. Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt da sind mit die zwei Geräte. Ich habe allerdings wirklich ein starkes Gefühl für das Schneeweißchen entwickelt über den Winter. Aber es ist jetzt die Wahrheit, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es ihm vermitteln soll, dem Schneeweißchen. Aber ich freue mich natürlich wie deppert, dass ich es jetzt austausche gegen irgendetwas, was, ich weiß nicht, 15 Mal so stark ist. Allerdings hat 10 Mal so teuer, glaube ich. Aber ich möchte trotzdem noch als wirkliche Verabschiedung zum Schneeweißchen was sagen, was wirklich besser ist wie der Werkstunfisch. Es ist echt die Wahrheit, das habe ich heute wieder gemerkt. In der Stadt, wenn das verstaut ist, ist das ein Wahnsinn, weil es so einen kurzen Radstand hat. Die kleinen Radeln, also du kannst nämlich, weißt du, wenn die Kolonnen, wenn die sehr dicht sind, dann kannst du nämlich auch so queren mit dem kurzen Radstand. Es ist sehr schlank, also ich bin da durchpfeffert. Normalerweise, du bist eben im Auto gefahren, glaube ich, ist das so gewesen, dass du eine Schießen hast kennen. Ja. Und mit sowas bist du wirklich super unterwegs. Und was auch stimmt, das ist einfach so, mir gefällt das Schneeweißchen wahnsinnig gut. Ich habe ja auch was gelernt, nämlich, dass das 12 PS hat. Ja. Also den Fauxpas muss man natürlich, da hängt man nach. Ja. Aber somit haben wir beide was Positives mitgenommen und kommen jetzt zum Werkstumfisch. Ja, aber was mich echt noch interessiert, Peter, ich meine, das mit den 12 PS stimmt, das haben sie auch sofort, haben sie irgendwie gesagt, was, ja, 200 Kubik, ja. 12 PS. Man merkt es aber trotzdem an der Ampel, das habe ich in die Videos gesagt, Moment, es fährt wirklich schön weg. Aber was mir jetzt hat, mir gefällt es wirklich wahnsinnig gut. Ich habe so eine Rollerform, das muss für mich was darstellen, das muss mir gefallen. Wenn es mir nicht gefällt, nachher fällt es schon mal aus. Mir gefällt es sehr gut, es ist relativ günstig. Und trotzdem, ich weiß nicht, verkauft sie das gut? Die 200er jetzt nicht so gut, weil du einen Motorradschein brauchst, aber 125 und 50, das verkauft man schon gut. Also das ist im Prinzip ja auch der Roller, wie du sagst, der also mit diesem zeitlosen Design da daherkommt. Ja, also das passt gut. Und es passt vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut zusammen. Ja. Jetzt nur der Vollständigkeit halber, soll es irgendwelche Leute geben, die nicht wissen, was das Schneeweißchen ist. Nicht? Es ist ein Sym Fiddle 3. Und 200. Genau. Ja, Peter, jetzt übernehme ich. Ja. Das ist mir jetzt ganz komisch gewesen. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir dort den Werkstunfisch. Werkstunfisch, das Video auf 1000 PS ist mächtig angekommen. Hat, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen 30.000 Zugriffe. Also der Werkstunfisch, ich meine, der bewegt halt die Menschen. Und wie wir unten gefahren sind jetzt dort in Südtirol. Das war wirklich ein Traum. War wirklich unglaublich lässig. 10 Werkstunfische durch das Südtiroler Land gerührt, volle Granate, also das war ganz wurscht, dass es dort eine Karabiniere und so gibt, wirklich geil gewesen. Es hat allen wahnsinnig getaugt, es waren etliche mit, große Wert vom Reitwagen, habe ja große Hits gehabt, es war Wahnsinn, wie wir abgedruckt haben und auch blindes Verständnis, also die Maschine ist einfach Weltklasse. Dieses semi-aktive Fahrwerk finde ich persönlich großartig. Finde ich echt super, weil es gerade für mich, weißt du, wenn was zum Einstellen war, bin ich zu dir gekommen. Genau. Und jetzt ist natürlich herrlich, weil es per Knopfdruck einfach umstellen kann. Das finde ich wirklich super. Ich finde es aber auch extrem ehrenvoll, das habe ich in dem 1000 PS Video gesagt, dass es auch drei Settings gibt, also drei manuelle Modi, wo das Semi-Aktive nicht arbeitet. Das ist einfach so, weil es relativ viele Rennfahrer gibt, die dem Semi-Aktiven nicht vertrauen im Ernstfall. Bist du auch so einer? Ich bin überhaupt kein Fahrwerksspezialist, jetzt ehrlich gesagt. Aber im Prinzip, das gibt natürlich zwei Parteien, die einen sagen, ja, das Vorelektronische, man kann das durchaus schon gelten lassen. Und wir haben es ja jetzt auch schon gesehen bei den ersten Tests, dass das wirklich gut funktioniert. Und es gibt natürlich auch die Fraktion, wo man meine Klicks muss ich zählen und das muss ich spielen und das dann vertraue ich dem. In Wahrheit kann man die Klicks ja immer noch einstellen mit dem, aber es geht halt elektronisch und du hörst das auch, wie es hin und her surren, die Elektromotoren.
Aber du kannst eben beides machen. Du hast noch dazu, wie du richtig gesagt hast, auch drei Modi. Das heißt, ich kann Sport, ich kann Race und Track machen und somit kannst du wirklich auf deine Vorgegebenheiten die genau einstellen. Also tadellos. Peter, ich muss jetzt echt lachen, weil das ist jetzt, halt, wie gesagt, diese Videos sind ja nie abgesprochen. Das ist ja immer ernst. Du bist auch da, ich weiß, du schraubst selber sehr viel, du kennst dich technisch sehr gut aus. Aber wir haben unten in Italien bei der Präsentation, habe ich eine Frage gehabt, die mir eigentlich keiner beantworten hat können. Und die stelle ich jetzt dir auch. Weil, ich meine, das mit diesem, mit der elektronischen Verstellung des Fahrwerks. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in der Gabel ein Elektromotor drinnen ist. Wie wird denn das verstellt? Oh ja, da ist wirklich ein Elektromotor drinnen. Da sind sogar, also nicht nur in der Gabel, da hast du ja recht viel Platz. Du siehst das Kabel, wie es reingeht. Ja. Und da ist ein ganz kleiner Elektromotor drinnen, der dann den Ölzufluss regelt. Aber viel schlimmer. Aber wirklich ein Elektromotor? Ja, wirklich ein kleiner. Nur viel schlimmer vorzustellen ist, auch im Lenkungsdämpfer ist der Elektromotor drinnen. Weil da der Lenkungsdämpfer ist ja genauso elektronisch verstellt. Und sogar im Lenkungsdämpfer hast du diesen kleinen Elektromotor drin und du hörst das ja auch surren. Also wenn du die Zündung einschaltest und dann von manuell auf automatisch stößt oder umgekehrt, hörst du, wie das drinnen in der Gabel surrt. Und das ist der kleine Elektromotor. Also es ist wirklich nicht nur einer, im Federbau hast du ja gleich zwei, du hast ja Druck- und Zugstufen, in der Gabel hast du jeweils einen und im Lenkungsdämpfer hast du einen. Also da ist ein Haufen an Elektronik drinnen und wirklich auch Stellmotoren. Ja. Unglaublich. Na, das ist jetzt super, Peter, weil wir haben schon gerätselt, wir haben schon geglaubt, das sind irgendwelche magnetischen Impulse. Nein, echter Elektromotor. Na Peter, ich bin jetzt eh beruhigt, weil wir schon gedacht, na gut, wenn ich jetzt aufplattle, den großen Techniker. Jetzt Peter, es ist so, was mich auch wahnsinnig fasziniert, mit dem habe ich leider noch nicht fahren können, ist diese RSV4 1100 Factory. Und ich meine, du bist sowieso der Mr. Aprilia, du lebst das wirklich. Du hast ja natürlich sofort einen gekauft und bist mit dem schon gefahren. Rennstrecke. Wir haben vorher, ich habe es gleich umgebaut, ja, also das ist gleich einmal auf der Rennstrecke eingefahren worden. Ich bin jetzt voriges Wochenende das erste Mal damit gefahren und habe mich langsam herangetastet, weil ich ja doch ein wenig eingefahren habe und bin so schnell gefahren wie noch nie. Also in Wahrheit ist das wirklich brutal, wie das ausschiebt und man spürt die Mehrleistung. Ich war am Pannonia-Ring, also noch nicht die klassische Motorleistungsstrecke. Das nächste Mal sind wir in Brünn. Da freue ich mich schon richtig, ob da ein Unterschied da ist. Also ein tolles Motorrad. Das heißt, du bist sofort schneller gefahren, wie mit der, weil die normale RSV4, was du gehabt hast, die war ja auch super. War super, ja, war ein 17er RF und jetzt, ich bin sofort schneller gefahren, also im ersten Rollout wie voriges Jahr. Also wirklich ein tolles Motorrad. Und bei den anderen ersten Rollouts, kann ich mich erinnern, da bist du ja relativ, bist du immer gern gestürzt, gell? Aber diesmal hast du es nicht hingelegt. Nein, diesmal habe ich es nicht hingelegt und wir machen die nächste Frage ganz einfach. Ja, das Rollout voriges Jahr ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Ja. Du, und ich meine, jetzt gibt es ja wieder diese österreichische Thunfischausfahrt, die dritte österreichische Thunfischausfahrt, wo sie da gehört haben, haben sie wahnsinnig viel angemeldet. Und das ist aber nicht mehr wirklich eine richtige österreichische Thunfischausfahrt, das ist schon ein bisschen international jetzt, oder? Ja, eben, das gerade wollte ich sagen. Also die österreichische Thunfisch findet nur in Österreich statt, aber das halbe der Starterfeld ist schon international. Also es sind jetzt wirklich fast 50% aus Deutschland und ich freue mich drüber, weil im Prinzip das verbindet. Und die Öschis und die Biefke fahren gemeinsam Motorrad, das ist was ganz was Tolles, aber es sind ein paar Schweizer, Südtirol, Slowenien, also im Prinzip da geht es wirklich zur Sache, hätte ich nicht geglaubt. Mal schauen, wie groß das wird. Also momentan sind wir bei 110 Teilnehmern und wir fahren übernächste Woche fahren wir die Strecke ab und dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Und das ist irgendwo im Ennstal? Im Ennstal startet es, ja. Okay. 27. Juli. 27. Juli, 10 Uhr ist Abfahrt, 9.30 Uhr ist Fahrerbesprechung. Das ist bei der Riesengruppe auch ganz wichtig, dass die Leute schon da sind. Aber nicht, dass jeder irgendwie wild herumfährt, weil mit der großen Gruppe ist nicht so einfach und wir sind da vor einer großen Aufgabe, dass das auch irgendwie reibungslos über die Bühne rennt. Perfekt. Peter, und anmelden tut man sich auf www.aprilia.at oder auf deinen Facebook-Account Peter Fischer. Genau. Jawohl. Ja, du Peter, ich habe eine riesige Freude. Schneeweißchen, okay, na, das wird jetzt ein bisschen weinen, aber na, du wirst es trösten, oder? Ja. Ich werde mich darum kümmern, genau. Na gut. Peter, dann eröffne mal die Saison. Jawohl. Ganz wahnsinnig. Ich dir danke da sehr. Peter. Ich hoffe, man sieht auf den Dreck das einmal irgendwo, ja. dass man sieht, was du für Freude hast mit dem Fahrzeug. Na, aber das können wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen. Es gibt ja diese österreichische Thunfischausfahrt, das ist eine Wahnsinnsaktion. Also man kann ja eh sagen, das ist irgendwie eine Marketingaktion, aber es ist halt einfach für jeden, der sowas fährt, der RSV oder ein Thunfisch, ist es einfach was wirklich Leibendes, dass es so eine Aktion gibt. Und das Zweite, was aber wirklich leibend ist, sind diese
diese RSV Race Days oder wie heißen, ja, RSV 4 Race Days oder wie heißen die eigentlich? V4 Days heißen es, Aprilia, ja. V4 Days, ja. Sind sechsmal im Jahr, sind wir bei GH Moto eingebucht und machen unsere Aprilia Events, wo wir in der Gruppe, da gibt es also auch die Box, wir fahren unser Rennen gemeinsam aus und diese Community wächst ständig und das ist eine richtige klasse Geschichte. Wir haben den ersten Event jetzt schon gehabt, also heuer gibt es noch fünfmal die Möglichkeit, ja. Die Leute können mich genauso anschreiben, sind herzlich willkommen und in unserer Gruppe da teilzunehmen und auch mit uns das Rennen zu fahren. Da fahren ja teilweise 30 Leute, oder? Ja, zwischen 25 und 35 Leute, je nach Strecken. Ja. Hm? Peter, ich gratuliere dir aufs Herzlichste. Danke. Das ist wirklich leibend. Und Freunde, Werkstundfisch forever. Ciao, Baba, grüß euch. Ciao, Peter.